Servus zusammen, ne? Wieder schauen wir uns das Makita Monster an, die Makita 486. Das ist der stärkste Akkuschrauber von Makita, 18 Volt, grob 18 cm lang, Höhe von 21 cm. Sehr, sehr handlich für die Leistung, die der Schrauber hat. Also wirklich, muss ich sagen, unglaublich handlich, guter Griff, erster, zweiter Gang funktionieren tadellos, ist auch zu erwarten, da der Bithalter, da der Gürtelclip und so weiter. Es ist einfach sehr, sehr gut. Bis auf das Bohrfutter, das teilweise manchmal aufgeht und manchmal die Geräusche, die der Akkuschrauber macht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Problem ist, aber ohne Problem hat's. Und ja, das jetzt ist nochmal kurz die LED. LED ist relativ gut, Makita typisch, sehr, sehr gut eigentlich. Und ja, das war's eigentlich. Mal 300. Schauen wir, ob es im zweiten geht, aber glaub kaum. So, eins.
So, nach all den schönen Tests, wir sehen können, dass Makita 486 auf dem zweiten Platz, klar verdient, unglaubliche Leistung zeigt bei den Schlangenbohrern, alles im zweiten Gang, alles, ja, ohne Mühen, das ist wie durch Butter gegangen, das ist wirklich unglaublich, was da Makita gebaut hat, bei der Größe auch, genau gleich wie bei Milwaukee. Milwaukee ist normal eigentlich faszinierender, der Akkuschrauber, aber auch Makita, sehr, sehr gut, muss man sagen, unglaublich, ja. Verdienter zweiter Platz. Das Gewicht beträgt 1,9 Kilo mit Handgriff, ist definitiv einer von den schwersten Akkuschraubern, den ich bis jetzt getestet habe. Obwohl er so kompakt ist, ist er wirklich, man muss sagen, sehr schwer. Das ist definitiv, finde ich, ein Nachteil, aber ja. Dafür haben wir einen der größten Vorteile: Lautstärke 85 dB, auch vom Klang. Ja, definitiv der leiseste, starke Akkuschrauber, wie sehen könnt. Der ist mit den anderen, die weitaus schwächer sein wie er. Also, mehr brauche ich nicht sagen, unglaublich gut, top, Lautstärke, phänomenal. So, da hat man nochmal das weiche Drehmoment, da bin ich auf 42 Newtonmeter gekommen und 15 im zweiten. Das sind die Werte. Ja, dritter Platz bis jetzt. Sehr nah am 458, aber natürlich macht er das locker im Vergleich, weil die Schutzabschaltung mehr als rechtzeitig reagiert, heißt es wäre, wenn man den überlasten will, mehr drinnen, aber das hat Makita super gemacht, nicht extrem übertrieben, aber auch nicht zu nachsichtig gewesen, also sehr gut dosiert für den Motor, den sie verbaut haben, absolut, und ja, normalerweise sollte es reichen, ist es nicht super wie der Milwaukee, ich meine, der Milwaukee ist 50% stärker, aber definitiv ein saustarker Akkuschrauber, ja. Kommen wir nun zum Preis. So, da landen wir wie bei den anderen großen, ja, im hohen Preissegment. Da landen die meisten, egal von welchem Hersteller, bei 200 grob. Da plus minus 10, 20 Euro. Aber wie schon gesagt, Milwaukee mit One Key 260, sonst aber wäre 220. Also, da ist neu wichtig, welchen Hersteller ihr habt. Und im Prinzip muss man wirklich sagen, man holt sich sowieso den Akkuschrauber, wo man die Akkuschau hat. Außer man hat mehrere Akkusysteme, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich euch das alles zeige. Aber wer im Makita-System ist und das Beste vom Besten haben will, 18 Volt, der schlägt zu beim 486. Unglaubliches Gerät, unglaubliche Maße, alles super. Leistung unglaublich. Also wirklich ein wunderschönes Gerät, hat unglaublich Spaß gemacht zum Testen. Ja, alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Wenn es irgendeinen von denen oder was anderes kaufen wollt, verwendet den Link von Amazon, wenn es was über Amazon kaufen wollt, damit es den Kanal unterstützt. Vielen lieben Dank für jeden, der es macht. Vielen lieben Dank für jeden, der liked. Vielen lieben Dank für jeden, der Kommentar abgibt. Abo wäre super nett. Servus, danke, bis zum nächsten Video. Ciao.